scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Wozu genau? Es gibt so viel zu sagen. Also, das Thema kennst du ja. Achso, das Thema kenne ich. Es ist lustig, ich habe dir das Thema dir geschickt, deswegen fand ich es sehr schön. Und mit deinem Vortrag ist dieses ganze Thema, dieser ganze Vortrag, den ich vorbereitet habe, einfach komplett habe ich über Bord geworfen, weil mich das so schön mitgenommen hat. Also diese Geschichte ist einfach dieser Sinn hinter dir, Sinn hinter deiner Geschichte, ist einfach bei mir mit angekommen. Und diese Echtheit dabei und auch diese Trauer und diese Verzweiflung mit dazu, die man mit dabei ist, ist ja auch eine gewisse Art und Weise, seinen eigenen Sinn mit dazu zu leben. Und hier würde ich auch einfach nochmal mit für euch nochmal mit hingehen. Mein Beitrag war es einfach heute, über den Sinn zu sprechen, wie man hinkommt, seinen eigenen Sinn lebt. Aber es mit den Worten von Ovidiu nochmal mit zu sagen, wir sind alle hier auf diesem Planeten Ausländer, aber auch gleichzeitig sind wir alle eins. Und hier auch diesen Sinn zu finden für uns, ist ganz, ganz schwer, weil wir aufgehört haben, unseren eigenen Sinn zu leben oder auch auf unseren eigenen Sinn zu hören. Das ist so auch noch mit drunter, weil wir abgelenkt werden oder wir so viel von außen bekommen haben, damit wir unseren eigenen Sinn, im Englischen unseren Purpose, wie es so schön heißt, nicht mehr hören und auch nicht mehr hören wollen. Und mir ging es, ich habe zwar nicht so eine Geschichte wie Ovidiu, jedoch war es bei mir so, ich habe oft aufgehört, nach dem Sinn in meinem Leben zu suchen, um so weit zu gehen, dass ich einfach nicht mehr hier sein wollte und mit allen möglichen Mitteln mir versucht habe, hier nicht mehr da zu sein. Und es ist mir nicht gelungen, weil mein Sinn noch nicht erfüllt worden ist. Und nicht nur mein Sinn nicht erfüllt worden ist, sondern ich da bin, um anderen Menschen vielleicht auch ihren eigenen Sinn zu zeigen und auch zu zeigen, wohin man hinkommt, wenn man sich mit sich verbindet, mit seinem Sinn verbindet und sich mit seiner Seele gleichzeitig auch nochmal spürt. Und gerade auch hierhin, egal wie groß der Rucksack ist oder wie klein, weil viele trauen sich auch dann auch gar nicht zu sagen, der Rucksack von Ovidiu war so riesig. Er hatte ja nur einen Koffer und kein Geld. wie kann der Rucksack da so groß sein? Aber es sind so viele Emotionen, die mit da hinzukommen. Und ich erlebe es einfach auch in der aktuellen Gesellschaft oder auch in der aktuellen, mit dieser neuen Generation Z, glaube ich, heißt sie, ist es einfach auch so, bei denen ist es, der Rucksack ist so klein bei ihnen, jedoch ist er emotional viel größer als der, den Ovidiu hatte, weil auch hier diese Verbindungen fehlen, auch den eigenen Sinn zu erkennen. Der Nachteil ist einfach, jeder hat dieses Teil hier mit dazu, was uns ablenkt mit jeder Sekunde. Wie viele Push-Ups kommen hier drauf? Wie viele Benachrichtigungen dich ablenken, dich von deinem Sinn ablenken und deiner Sinnlichkeit nachfühlen, weil jedes Mal, wenn du vielleicht diesen kleinen Punkt hast, um zu sagen, ich spüre meinen Sinn, dann klingelt auf einmal das Telefon und weg bist du. Oder es macht ein Geräusch, noch nicht mal dein Handy vielleicht, sondern das von deinem Nachbarn oder von deinem Nebenmann. Und diese Beeinträchtigung für deinen eigenen Sinn geht einfach mehr und mehr verloren in dieser digitalen Welt oder in dieser Welt, wo jeder mit jedem vernetzt ist, aber keiner wirklich am Boden ist. Und hier ist auch für jeden mal für sich auch zu hinterfragen oder auch mitzugeben, egal in welcher Größe oder egal in welchem Alter man ist,
ist so, lebe ich wirklich meinen Sinn? Und wenn du das mit Ja beantwortest, dann geh noch mal weiter und schließt wirklich deine Augen und fragst so, lebe ich wirklich meinen Sinn? Und wenn du das auch mit Ja beantwortest, und fühle ich mich in meinem Sinn glücklich? Das ist noch mal ein anderer Punkt dahinter, nicht nur zu fragen, lebe ich meinen Sinn? Bin ich wirklich mit meinem Sinn zufrieden, sondern bin ich auch noch glücklich damit? Und da ist die Krux bei vielen auch begraben, weil sie sagen, sie leben ihren Sinn, sie fühlen sich in ihrem Sinn wohl, aber sind nicht glücklich. Weil etwas fehlt, dann ist es nicht der eigentliche Sinn, sondern es ist ein Sinn, den man übergestülpt hat. Und zwar nicht der eigene, sondern vielleicht den von den Eltern, von den Freunden, von den Verwandten. Und da geht es halt einfach auch hin, wirklich nochmal sich selbst zu hinterfragen, ist das mein Sinn? Ist das wirklich das, wofür ich brenne, auch wenn es sich wie Feuer anfühlt? Muss es nicht unbedingt Feuer sein? Und da will ich euch einfach auch mal so ein bisschen, leicht bisschen sensibilisieren, dafür einfach euch nochmal zu hinterfragen, ist das mein Sinn? Ist das meine Sinnlichkeit? Weil wer von euch ist wirklich in Sinnlichkeit? Also ich kann von meiner Seite auch sagen, ich bin es nicht. Also egal, wie viel ich auch hingehe und sage, ich lebe meinen Sinn, kann ich sagen, ja, ich fühle meinen Sinn, ja, ich bin glücklich in meinem Sinn, ja. Aber in Sinnlichkeit fühlt sich noch nicht so richtig an. Für mich. Na, ich kann es nur aus meiner Warte aussagen. Und in Sinnlichkeit zu leben und zu fühlen, sind für mich liegen nochmal Welten dazwischen. Und da kann man einfach auch hingehen und für sich auch sich das eingestehen und für sich auch sagen, ich bin gerade noch nicht so bereit. Aber es ist okay. Und es ist gut so. Weil egal ob Ovidiu noch wie die Mama noch 40 Jahre vor sich hat, oder Jean-Marie noch 30 Jahre, noch 30 Jahre weitermacht, ist einfach so der Punkt, so wirklich sich auch mal dahin zu fühlen und zu spüren, zu sagen, ja, ist das mein Sinn? Und wenn es deiner ist, dann wirklich nochmal hinzugehen und zu sagen, gut, ist das wirklich auch das Feuer nochmal mit dabei? Und da ja, gebe ich euch einfach nochmal das mit, wirklich mal auch hinfühlen. Ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile hinfühlen gesagt habe, einfach, je öfter ich sage, desto mehr ist es auch nochmal verankert. Weil man braucht mindestens 8 Wiederholungen, bis der Mensch das versteht und auch es annimmt. Deswegen ist es mir so wichtig, das euch einfach nochmal mitzugeben. Weil erst wenn ihr, oder bei mir war es auf jeden Fall so, sobald ich mich angefangen habe, mit meinem eigenen Sinn zu befassen, zu verbinden und dann gleichzeitig auch meine Seele mitzuspüren, war es so, ja, es ist eine Sinnlichkeit da, aber es ist noch nicht diese Ekstase bei einer Sinnlichkeit. Ne? Also man kann es ungefähr so sagen, wie bei einer Blume, die kurz vorm Sprießen ist und kurz vorm Explosieren und sich weitergeht. Und da gilt es halt einfach auch hin zu sagen, ab und an liegt man einfach auf einer falschen Fährte und es darf okay sein, auf einer falschen Fährte zu sein. Was ich natürlich hingehen würde und sagen, gut, dann muss ich wieder 3 Schritte zurück und wieder einen anderen neuen Weg gehen. Aber dann zu sagen, gut, ich bin jetzt auf dem falschen Weg, jetzt laufe ich einfach weiter, mal schauen, was passiert, finde ich halt sehr, sehr schwer. Und einfach auch ich in meiner Welt finde das einfach, ja, tragisch, weil du dann deinen eigenen Sinn nicht mehr lebst, sondern den Sinn vielleicht von deinem Papa, von deiner Mama, von der Oma. Oder vielleicht von deiner Tante, von deinem Bruder, von deiner Schwester. Und da gilt es dann einfach auch hin zu sagen, ja, wenn da frage ich mich wirklich, ist das wirklich alles so gut, wie es ist? Und ab und an tut die Antwort auch weh. Und die darf weh tun.